Wir gehen rein in die letzte Stunde Fritz Love Radio 2003. Am Mikrofon für euch noch bis 12 Uhr Ole Stürmann. Bei mir steht jetzt Alexander Kowalski, der hat die letzte Stunde, ich bin jetzt versucht zu sagen, aufgelegt. Aber du hast nicht aufgelegt, sondern live gespielt. Ja, ich spiele live, Live-Acts. Du hast extrem viel Equipment mitgebracht. Warum legst du nicht einfach auf? Wäre doch wahrscheinlich einfacher. Ich habe es nie gelernt, um ehrlich zu sein. Deswegen, also ich spiele lieber live, das ist halt mein Weg. Okay, du siehst auch noch verhältnismäßig frisch aus. Diese Love Parade nicht gefeiert, nicht aufgelegt oder doch? Ich bin gestern so ein bisschen krank geworden und deswegen bin ich gestern Abend zu Hause geblieben und bin vorhin aufgestanden, so gegen 7:30 und dann direkt hierher. Dann bist du einer der ganz, ganz wenigen hier, der überhaupt geschlafen hat. Du machst auch Musik, bringst sie raus auf Kanzleramt, da steht ein Album an, oder? Ja, Mitte August, ich glaube am 15. August kommt ein neues Album. Das wird heißen? Response. Und was ist da drauf? Also der Stil, den du aufgelegt hast oder beziehungsweise live gemixt hast oder irgendwas anderes? Das sind diverse Tracks auch dabei, die ich gespielt habe, ja. Also es wird halt so ein bisschen cluborientierter als das letzte Album, aber ist auch ein bisschen House dabei, auf jeden Fall. Okay, hier im Fritz Love Radio, nach wie vor live aus dem Café Schönbrunn im Volkspark Friedrichshain, geht's jetzt weiter mit DJ Disco, die kommende halbe Stunde. Und danach hat sich Sascha Funke nochmal an die Turntables raufgedrängt. Der wollte unbedingt mal auflegen, hat so einen Spaß daran. Und ja, ihr könnt auch gerne noch kommen. Hier geht's gerade richtig los. Die Sonne ist da, die Leute tanzen. So soll es eigentlich sein, wenn dann After Hour hier bei uns im Café Schönbrunn im Volkspark Friedrichshain beim Fritz Love Radio. Peace.
Wie geht es dir? And do you like now what you hear? Machines run fab, the beat is glam, and I'm myself my biggest fan. Der Bass läuft rund und I won't rest. You know I like myself the best. Die Melodie is heaven sent. I am myself, my favorite band. Hey, what's up? Wie geht es dir? And do you like now what you hear? Machines run fab, the beat is glam. I am myself my biggest fan.
Es ist 11.30 Uhr. Wir gehen in die letzten 30 Minuten Fritz Love Radio. Wir sind immer noch live aus dem schönen Brunnen im Volkspark Friedrichshain. Love Parade ist vorbei. Die Party, die geht aber immer noch ab. Und was sonst noch so geht, das erfahrt ihr jetzt hier. Love News. Und wir blicken zunächst mal aufs Wetter. Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg liegen im Moment bei 18 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich auch den ganzen Tag lang ab. Es bleibt meist trocken bei Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad. Und jetzt gibt's die Meldung mit mir, Silvi Ahrens. Bei der Berliner Love Parade hat es in diesem Jahr weniger Drogendelikte gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurden insgesamt knapp 80 Besucher festgenommen, drei Viertel von ihnen wegen Drogenhandels oder Besitzes. Durch den Zaun rund um den Tiergarten sei außerdem der Schwarzmarkthandel deutlich zurückgegangen. Nach der Love Parade setzt die Brandenburger Polizei verstärkt auf Alkohol- und Drogentests. An den Autobahnen 24 und 2 wurden stationäre Kontrollstellen eingerichtet. Am Morgen waren schon mehr als 2000 jüngere Autofahrer angehalten worden. Fast 40 von ihnen kassierten Anzeigen. Die Kontrollen werden bis zum Abend fortgesetzt. Bundesbildungsministerin Bullmann will noch in diesem Jahr einen Hochschulpakt ins Leben rufen. Dieser soll unter anderem die Einführung eines bundesweiten Uni-Rankings beinhalten, sagt die Ministerin in einem Interview. Außerdem sollen die Studienbedingungen an den Hochschulen verbessert werden. Derzeit breche rund ein Drittel der Studenten das Studium zwischen dem 6. und 8. Semester ab. Die amerikanischen Besatzungstruppen haben im Zentralirak die vierte Großrazzia gegen Anhänger des gestürzten irakischen Regimes begonnen. Soldaten durchkämmten in der Nacht vermutete Verstecke von Untergrundkämpfern. Seit dem Ende der Kampfhandlungen sind im Irak mehr als 30 US-Soldaten bei Angriffen getötet worden. Und jetzt der Verkehr auf Fritz. A24, Berliner Ring Richtung Pritzwalk. Zwischen Herzsprung und Wittstock-Dosse ist ein Auto liegen geblieben. Die rechte Spur ist blockiert. Außerdem Stadtverkehr Berlin A111, Stadtautobahn, Charlottenburg Richtung Dreieck-Oranienburg. Zwischen Weidmannsluster-Damm, Hermsdorfer-Damm und Schulzendorfer Straße gibt es stockenden Verkehr. Und Schöneberg, die Kolonnenstraße ist zwischen Naumannstraße und Kaiser-Wilhelm-Platz wegen der Baustelle bis heute Abend gesperrt. Ansonsten gute Fahrt. Silvi Ahrens mit den letzten Love-News dieses Jahres. Die Love Parade ist vorbei. Die Raver fahren so allmählich nach Hause und ein Knotenpunkt ist dann schon traditionell der Bahnhof Zoo. Und genau da ist jetzt Jan-Philipp Schlüter, Fritz-Reporter. Wie sieht's aus? Ja, man kann es hören im Hintergrund, hier geht es noch ordentlich zur Sache. Im Bahnhof Zoo selber sieht es so ein bisschen aus wie ein Notauffanglager für Raver. Die liegen da quer auf dem Boden und pennen in der Gegend rum. Die ganzen Sonderzüge, die heute Nacht losgefahren sind der Deutschen Bahn, die sind natürlich schon weg. Was bleibt, sind die ganzen Sonderbusse, die hier en masse vorfahren und die Raver nach Hause bringen. Ja, auf dem Vorplatz des Bahnhofs Zoo, ihr hört es im Hintergrund, ist noch ordentlich Bohai. Das liegt daran, dass hier ein Getränkestand aufgebaut ist mit lauter Technomusik. Hier sind noch etwa 100, 150 Raver, die noch gar nicht im Bett waren. Ich habe mit ein paar gesprochen, die meisten kommen gar nicht aus Berlin. Die haben überhaupt nicht geschlafen und feiern hier schon seit gestern Mittag durch. Ja, und an dem Getränkestand habe ich hier mal den Verantwortlichen. Ich wollte mal wissen, was frühstücken dann die Raver so? Alkoholfrei oder... Also der Wirt frühstückt auch ganz gerne mal etwas, aber die Raver frühstücken Rigo, Smirnoff und Desperados viel. Okay, danke. Klingt also nicht nach einem besonders gesunden, alkoholfreien Frühstück, aber irgendwie halten die Leute es trotzdem durch. Und so wie es aussieht, werden die hier noch eine ganze Weile weitermachen. Jan-Philipp, dann dir auch mal einen Bon Appetit. Ich denke, du wirst jetzt auch mal was zu dir nehmen. Vielen Dank. Ja, tschüss. Party-Tipp. Mit Magdalena. Die allerletzte Party, die ich euch für das Love Parade Wochenende ansage und euch auch sehr ans Herz lege, ist absolut geil. Sie ist legendär und immer sehr exzessiv. Montag frei haben wir also nicht schlecht. First we take Manhattan, then we take Berlin ist das Motto der International DJ Gigolo Party im WMF mit selbstverständlich DJ Hell, Psychonauts, Savas Pascadilis, Haifisch, Fetisch, Dieringer und live Black Strobes. Ein grandioses Line-Up, für das man allerdings 15 Euro bezahlen muss, wenn man nicht gerade eine der letzten Freikarten beim Fritz Love Radio mit Hilfe eines Anrufes abstoppt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr noch die Nummer wisst. Also KenFM, das ist ja auch eine Sendung, nur eben nicht, wie man es kennt. Der Kunde ist König, auch bei Kaisers, doch netto reichelt es höchstens minimal. All die, die trotzdem prima leben und sparen wollen, ganz real, und die extra die Metro nehmen, um bei Penny ein Lidl zu hören, können Sonntag bei Tanke Emma bleiben, denn KenFM hat wegen Inventur geschlossen. Netto, wie wir in dieser Karstadt sind, wollen mal sehen, dass Fritz trotzdem KenFM überträgt, aber das war Edeka. Abenteuer im Supermarkt, Sonntag unlive bei KenFM und nur solange der Vorrat reift.
Können Sie mir vielleicht sagen, wovon Sie eigentlich sprechen? KenFM, Effi Fritz Radio Show. Entschuldige, ich war gerade abwesend, was? KenFM, die Fritz Radio Show mit Ken Jebsen. Jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Und im Radio. Fritz. Es geht um Liebe. Und im Radio? Fritz! Sascha Funke.
We'll be right back.